Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lernvideo, in dem wir uns gemeinsam Ableitungsregeln für Polynomfunktionen anschauen. Die Polynomfunktionen sind eigentlich die einfachsten aller Funktionen und sie sind auch am einfachsten zum Ableiten. Hier lernen wir auch einige Regeln kennen, wie wir diese Polynomfunktionen auch ableiten können. Wichtig dabei ist aber Folgendes, was du bereits wissen solltest. Wichtig ist es wiederum, dass du weißt, wie die Ableitung einer Funktion definiert ist und wie sie mit Hilfe eines Grenzwertes bestimmt werden kann. Des Weiteren ist es ganz wichtig, jetzt auch nun für Polynomfunktionen, dass du weißt, wie eine Summe oder eine Differenz von Funktionen abgeleitet wird. Das heißt, dass du die Summen, Differenzen und auch die Faktorregel für das Ableiten gut beherrschst. Schau dir dazu vielleicht noch einmal das vorhergehende Video an, indem wir gemeinsam diese Summen, Differenzen und Faktorregel besprochen haben. Nach diesem Video sollst du bereits können, dass du Polynomfunktionen jeglicher Art mit Hilfe dieser Summen, Differenzen und Faktorregel ableiten kannst und auch weißt, wie einzelne Monome, das sind die einzelnen Teile von Polynomfunktionen, wie diese auch abgeleitet werden können. Das ist eine einfache Potenzrechenregel für das Ableiten. Die lernen wir in diesem Video auch schnell kennen. Doch zunächst einmal ein kurzer Exkurs, was überhaupt ein Polynom bzw. was eine Polynomfunktion ist. Ein Polynom ist eine Funktion der Art f von x gleich an mal x hoch n plus an minus 1 mal x hoch n minus 1 plus a0. Das heißt, ein Polynom setzt sich aus verschiedenen einzelnen Monomen zusammen. Diese einzelnen Monome sind jetzt ein Koeffizient, dieses an oder an-1, das ist einfach eine reelle Zahl, mal das x hoch einer Hochzahl, hoch einem Koeffizienten. Ganz wichtig ist dabei, dass dieses n stets eine natürliche Zahl ist. Wie beispielsweise wäre hier f von x gleich 3x² plus 2x plus 4 ein Polynom. Wir haben einen Koeffizienten vor dem x², wir haben einen Koeffizienten vor dem x, wir haben einen Koeffizienten vor dem konstanten Term. Und so eine Zusammensetzung hat ein Polynom. Ein konstanter Faktor, ein multiplikativer konstanter Faktor, dieses an, mal dieses x hoch n, mal diese Hochzahl. Genau. Und diese Polynomfunktion setzt sich aus einzelnen Monomen zusammen. Das ist dieses ak mal x hoch k. Das ist der Koeffizient mal dieses x, die Variable, hoch dieser Zahl k oder n, die eine natürliche Zahl ist. Und wenn man die mit einem Plus oder mit einem Minus verbindet, dann kommt man zu einem Polynom, wobei in diesem Polynom diese verschiedenen Grade immer vorhanden sind. Wie beispielsweise kann es sein, dass jetzt der lineare Term vorhanden ist, der quadratische, also der hoch 1, hoch 2, hoch 3 Term. Aber es kann auch sein, dass ein hoch 1 Term vorhanden ist und ein hoch 3 Term, wobei der x Quadrat Term wegfällt, wenn der Koeffizient vor dem x Quadrat 0 wäre. Genau. Und wie leitet man jetzt diese Polynome, die sich aus einzelnen Monomen zusammensetzen, jetzt ab? Eine ganz wichtige Definition hast du hier, dein Übungsbeispiel hast du hier auch auf deinem Arbeitsblatt. Wir kennen bereits diese Ableitungsregel mit Hilfe des Grenzwertprozesses. Wenn wir jetzt eine Funktion f von x gleich 3x² plus 6x plus 4 haben, dann können wir diese Ableitung sehr einfach auch durch diesen Grenzwertprozess bestimmen, der vielleicht etwas langwieriger sein kann, aber trotzdem zu dem Ergebnis führt, dass durch diesen Grenzwertprozess 6x plus 6 herauskommen. Das wäre genau die Ableitung von unserer Funktion f von x. Aber wie wir schon bereits gesagt haben, wollen wir diesen Grenzwertprozess ein wenig umgehen, weil er in manchen Fällen relativ aufwendig und auch kompliziert sein kann. Wir wollen jetzt allgemeine Regeln formulieren. Da haben wir bereits die Summen, Differenzen und Faktorregel formuliert. Und jetzt kommt eine weitere wichtige Regel noch dazu, und zwar diese Regel, die jetzt für diese einzelnen Monome gilt. Und zwar mit Hilfe dieser Ableitungsregeln gilt jetzt, dass die Ableitung von x hoch n,
also für ein solches Monom x hoch n folgendermaßen ist, dass diese Hochzahl n vor diesen Faktor hingeschrieben wird. Das heißt, wir schreiben vor dem x das n hin und wir verringern die Hochzahl um 1. Das heißt, wir bekommen als Ableitung dann n mal x hoch n minus 1. Das heißt, ich schreibe diese Hochzahl vorne hin und verringere diese Hochzahl bei diesem x um 1. Das heißt, dieses n wird um 1 verringert. Wenn ich jetzt beispielsweise habe x hoch 4, dann wird das zu 4 mal, diese Hochzahl wird vorne hingeschrieben, x und dieser 4er wird um 1 erniedrigt, dann hätten wir hier hoch 3. Das heißt, die Ableitung von x hoch 4 wäre 4 mal x hoch 3. Das funktioniert für alle Hochzahlen, auch für 5, 6, 7 und so weiter. Und wenn wir jetzt eine Funktion haben, wie wir sie oben haben, f von x gleich 3x² plus 6x plus 4, dann kann ich mit Hilfe dieser Summen und Differenzen und Faktorregel und mit Hilfe dieser neu gelernten Potenzrechenregel diese Funktion relativ leicht und schnell auch ableiten, indem ich ja diese Summe aufspalte. Und zwar die Ableitung dieser Funktion ist dann die Ableitung vom Quadratterm, dann die Ableitung vom linearen Term und dann eben die Ableitung von diesem konstanten Term. So, wenn wir jetzt hier diese Funktion, die erste Funktion 3x² ableiten, dann erhalten wir mit Hilfe der Faktorregel, dass dieser 3er vorne stehen bleibt und wir leiten x² nur ab. Und hier gilt es ebenso, dass hier dieser konstante Faktor vorne erhalten bleibt, der 6er, dieses x wird abgeleitet zu x hoch 0, das wäre 1, und diese Zahl hier, der 4er, wäre ein konstanter Ausdruck, dieser konstante Ausdruck würde beim Ableiten immer wegfallen. Ganz wichtig, das ist kein multiplikativer konstanter Faktor, sondern ein additiver Faktor, das heißt mit einer Addition verbunden und der fällt beim Ableiten immer weg. Also wenn ich hinten bei der Funktion plus 4 plus 9 minus 3 habe, dann fällt dieser Faktor beim Ableiten immer weg. Ein konstanter additiver Faktor hat beim Ableiten keine Auswirkung mehr und fällt weg, bitte. Das heißt, wir erhalten dann, wenn wir jetzt x² mit Hilfe dieser Potenzrechenregel ableiten, dann 2 mal x, das heißt, wir haben insgesamt 6x plus 6. Das heißt, diese Rechenregel stimmt mit unserem Grenzwertprozess überein. Wir erhalten in beiden Fällen 6x plus 6. Also können wir diese Summen, Differenzenfaktor und diese Potenzrechenregel verwenden, um jetzt diesen langwierigen Grenzwertprozess relativ einfach und schnell zu umgehen. Ich habe für dich auch einige Übungen mitgebracht, die du auch auf deinem Arbeitsblatt findest. Wir machen eine Übung gemeinsam und die anderen drei Beispiele sind für das selbstständige Üben. Die Nummer A bei deinem Arbeitsblatt. Hier lautet die Funktion a von x gleich 6 mal x hoch 7 plus 5 mal x hoch 3. Wir wollen jetzt die Ableitung dieser Funktion finden, also a' von x. Wir wissen, dass die Ableitung von a von x, also a' von x, die Ableitung vom ersten Ausdruck ist, also von 6 mal x hoch 7 und dann plus die Ableitung des zweiten Ausdrucks, also plus 5 mal x hoch 3 abgeleitet. Das gilt aufgrund der Summenregel. Und wenn wir jetzt mit Hilfe der Faktorregel, mit Hilfe der Potenzrechenregel vorgehen, dann erhalten wir, dass dieser 6er und dieser 5er vorne hingeschrieben werden, das heißt 6 mal 7 mal x hoch 6, weil x hoch 7 abgeleitet 7 mal x hoch 6 ist. Und x hoch 3 abgeleitet wäre 3 mal x². Und dann erhalten wir insgesamt 42x hoch 6 plus 15x². Wir fassen dann die beiden Zahlen zusammen. 6 mal 7 wäre 42, 42 mal x hoch 6. Und beim zweiten Ausdruck 5 mal 3 wäre 15 und das wäre 15 mal x². Das heißt, wir spalten diese Funktion auf in zwei einzelne Teile und leiten mit Hilfe dieser Summenregel die zwei einzelnen Teile getrennt voneinander ab, verwenden dann die Faktor- und die Potenzrechenregel
Und schon sind wir bei unserem Ergebnis für die Ableitung und können es auch nebenhin schreiben, dass a' von x ist 42 x hoch 6 plus 15 x². Wir sehen also, dass die abgeleitete Funktion um einen Grad tiefer ist als die ursprüngliche Funktion. Das ist eigentlich immer der Fall bei Polynomfunktionen, dass bei der Ableitung die Funktion um einen Grad tiefer wird. Das kannst du dir jetzt schon merken. Jetzt habe ich für dich drei weitere Beispiele, Übungen mitgebracht. Das ist die Übung B, C und D auf unserem Arbeitsblatt. Versuche diese Beispiele nun selbstständig zu üben und du kannst dieses Video jetzt daher stoppen. Schauen wir uns oder vergleichen wir unsere Ergebnisse. Beim Beispiel B wäre die Ableitung 12x hoch 3 minus 6x² plus 2x minus 3. Hier leiten wir wiederum diese einzelnen Teile getrennt voneinander ab. Den Ausdruck mit x hoch 4, den Ausdruck mit x hoch 3, den Ausdruck mit x², den Ausdruck mit x und den Ausdruck mit 5. Der additive konstante Faktor der Fünfer hinten fällt wieder weg, weil das additiv, also mit einem Plus versehen ist. Konstante Faktoren fallen hinten weg, das heißt der Fünfer spielt keine Rolle mehr. Und der erste Ausdruck wäre 3 mal 4, das wäre 12, 12 mal x hoch 3. Beim zweiten würde es sein 2 mal 3, das wäre 6, 6 mal x². Beim nächsten wäre x² abgeleitet, wäre 2x. Und minus 3x würde nur minus 3 sein, weil dieses x verschwindet und der 5er verschwindet automatisch auch. Beim Beispiel C arbeiten wir mit Brüchen, das ist aber kein Problem, denn Brüche sind herkömmliche reelle Zahlen, die ganz gleich handzuhaben sind wie natürliche oder ganze Zahlen. Und dann würde das Ergebnis im Beispiel C 35 Drittel x hoch 6 sein, minus 3 halbe x hoch 3 plus ein halbes x. Der Dreier fällt hinten weg wiederum, weil es ein additiver Faktor ist. Hier fällt der lineare Term, deswegen gibt es in der Ableitungsfunktion auch keinen konstanten Term mehr. Und wir sehen also, dass wir hier auch als Koeffizienten Brüche bekommen, weil wir eben auch in der normalen Funktion vor diesen einzelnen Monomen auch Brüche haben. Und im Beispiel D wäre das Ergebnis minus 9x hoch 5 plus 3x² minus 1. Hier fällt der quadratische Term und auch der konstante Term in der Funktion. Deshalb gibt es auch hier beispielsweise in der Ableitung auch keinen linearen Ausdruck. Wir sehen aber, dass hier dieser Bruch 3 halbe, weil man ihn mit 6 multiplizieren muss, zu einer natürlichen Zahl wird, denn minus 3 halbe mal 6 wäre minus 18 halbe, das wäre minus 9. Und in allen Beispielen siehst du auch, dass die Ableitungsfunktion immer um einen Grad tiefer ist als die ursprüngliche Funktion. Das passiert beim Ableiten von Polynomfunktionen eigentlich immer. Aber du kannst dir bitte merken auch, dass Polynomfunktionen mit Hilfe der Summendifferenzenregel zunächst einmal aufgespalten werden, also in einzelne Ableitungen, und dann wird die Faktor- bzw. die Potenzrechenregel verwendet, wobei dann eigentlich nur mehr Zahlen zu multiplizieren sind und das Ergebnis auch anzuschreiben ist. In unserem nächsten Video werden wir auch nochmals die Potenzrechenregel uns anschauen und dann auch schon ein wenig mit Wurzeln arbeiten. Bis bald!